Und naja. Oh Gott, da ist unsere Xenia. Ah, aber bin ich denn noch wieder? Das war's wieder oben. Ich habe bei solchen Spielen immer das Problem, dass mir die Dungeons meistens zu weit und zu weitläufig und zu groß sind. Ich mag das nicht, wenn du da so riesen Dungeons hast, wie hier unten zum Beispiel. Weil da weißt du nicht, ob du auch wirklich alles kriegst an Items. Finde ich ein bisschen, naja. Lala. Voll nicht die passende Musik gerade im Hintergrund. Battle Theme. Aber ich habe keine. Toll. Nein. Jetzt habe ich irgendwas verstellt. Aus Versehen. Aber es ist noch alles normal. Okay. Torches, wie viel habe ich denn? 53 Kohle. Okay, das sollte reichen. 1, 2, 3 machen wir erstmal. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal noch 16 Stück. Das soll erstmal noch reichen. Ein bisschen. Na moin, Chester. Bist du doch noch vorbeigekommen? Und guck mal, was haben wir denn hier gefunden? Wir haben hier, ist das Platinum? Platinum? What the fuck, Platinum? Schon Platinum, Alter. Mario Pack ist weg, okay. kaum der eine geht der andere. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen so in den Boden gegraben. Wenn du jetzt hier bist, spielen wir um 19 Uhr, denke ich, ein bisschen Mario und dann noch 20 Uhr, denke ich mal, der Echsenkrieg, also ein Trash-Spiel von mir und dann, ja, also eine halbe Stunde Starbound. Ich meine, bekannt, man kennt das ja, muss ja nicht immer stundenlang hier das eine und eine spielen, da kann man ja ein bisschen variieren. Ich denke, Mario, oder ist der gerade ausgekriegt worden? Mario Packer, keine Ahnung. Hab keine Twitch-Mail bekommen. Echt nicht. Dann kannst du ja, warte mal. Muss ich mal kurz nachgucken. Das ist, glaube ich, wenn du auf diesen Follow, dieses Follow-Zeichen da, dieses Herz klickst. Muss ich mal kurz. Ich kann mich ja nicht selber followen, das geht ja nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf andere gehe, muss ich mal kurz zu Funk. Ach, der spielt sogar gerade Banjo-Kazooie schon mal an. Oh, das müssen wir auch noch spielen. Banjo-Kazooie ist so ein geiles Spiel. Oh mein Gott, das müssen wir auch noch zocken. Banjo-Kazooie, das ist so geil. Auch ein geiles Standmann für die Nintendo 64. Wenn du da auf dieses Herz klickst, rechts daneben, das auf das Herz klickst, würdest du mich die verloren. Rechts klickst, da ist ja dieser Pfeil. Und dann kannst du dann, da steht dann You are following Clay Kunde zum Beispiel. Und dann steht da unten Notify me when the broadcaster goes live. Wenn der aufsteht, musst du es einschalten. Ansonsten kriegst du auch keine E-Mail. Ach, Echsenkrieg war auch von dir. Das ist auch in meinem Archiv. Jupp, das ist auch von mir. Das geht auch, glaube ich, auch etwas länger, so ungefähr 4-5 Stunden, weil das auch sehr viele Sidequests hat. Ist aber halt das erste EBG Mega VX-Spiel gewesen damals von mir. Ich glaube, das ist sogar nicht portiert worden. Beziehungsweise habe ich da auch eine neuere Version von gemacht, die auch, naja, die geht ungefähr eine Stunde oder so was. Also ja, das können wir dann halt mal spielen. Ich will ja sowieso die ganzen Trash-Spiele mal in Screen zeigen, auch mal von mir. Ich habe leider die ganz alten Epic Mega 2000 Spiele nicht mehr, die ich damals gemacht hatte. Da habe ich auch ein paar gemacht. Da hatte ich The Legend of Dark, habe ich ja leider nicht mal mein erstes Spiel, was ich da hatte. Und naja, ich kann ja echt mal kurz gucken. Ich will eigentlich mal nachgucken. Ist das eigentlich mit dem Upgrade für den Material Manipulator? Was brauche ich denn dafür alles? Dann kurz mal oben nachgucken im Schiff. Weil das würde mich jetzt schon mal interessieren, ob man ihn schon upgraden kann. Eigentlich ist es ja auch an. Ich habe mir jetzt einfach ein Add-on für meinen Browser geholt. Da wird mir oben angezeigt, wer streamt. Aber das könnte ich eigentlich auch mal machen. Das. Oh, Mann! So. Aber Spawn ist Spawned. Also eine Mischung aus Starbound und Spore. Spawned. Oh Gott, Spore kann ich eigentlich auch mal wieder spielen, ne?
Alter, was habe ich denn für gerade für einen Rotz? Ich verrecke noch, wenn das so weitergeht. Diesen, vielleicht sollte ich die eigentlich noch mal tauschen, die Plätze. Da bist du voller. Sag mal, ich habe doch da oben. Ach, da ist das hin. Miss. Ach, egal, was soll's. In der Frage ist nicht. Und naja. da komm ich nicht hoch. Spore wäre auch ein tolles Dreamprojekt, da die Zuschauer ja bei den Kreaturen mitentscheiden könnten. Ja, das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Das Problem ist nur, Spore macht mir nur bis zur Weltraumphase Spaß. Oh, guck mal, Sternenschauer! Oh, wie geil! Sternenschauer, das sieht so geil aus, Alter. Du musst dir vorstellen, in der Nacht, wenn es Nacht ist, dann leuchten die Dinger und dann hast du auf einmal hast du da so ein Licht und das sieht einfach nur so schön aus. Sternschauer bei Nacht in Starbound. Echt ganz ehrlich, das sieht so schön aus. Finde ich. Ist echt. Ist eines der schönsten Sachen, die es in Starbound gibt. Selbst der Tag sieht das geil aus, wie das so runter regnet, finde ich. Also ja. Nur bis zur Weltraumphase, das ist die letzte. Ja, genau, deswegen ja, weil das dann halt so dann repetitiv wird. Irgendwie, und ich weiß nicht, das ist auch am Anfang irgendwie übel schwer und ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht, was mich da genau daran stört, aber ich hatte da irgendwie nicht so die Motivation, da weiter zu spielen. Am meisten Spaß hat mir die Kreaturenphase gemacht, weil ja, das ist halt einfach so Action-RPG-mäßig, was auch galaktische Abenteuer. Ich habe Spore leider nicht original. Ich weiß nicht, ob es. Oder habe ich es? Ne, ich habe es leider nicht original. Ich habe es aber, glaube ich, rumliegen. vom Laster gefallen. Übrigens, ich hatte Spore mal original. Und die grüne Kreatur fasse ich auch am besten. Ist der Delay-Kasse geworden? Das habe ich dir erst vor ein paar Sekunden gesagt, oder? Oder ist das echt schon so lange her? Keine Ahnung. Ist mir auch gerade egal. Kann ich nachgucken, mal eben kurz. Ist doch Final Fantasy 7 gerade, das läuft. Nee, Spore habe ich auch so leider gar nicht mehr. Ah, Mist. Ich habe es irgendwo original noch rumliegen. Also wirklich nur das Hauptspiel ohne galaktische Abenteurer. Also ich habe sogar damals, habe ich mir sogar die Dinges gekauft. Spore Labor hatte ich mir damals sogar gekauft, als es rausgekommen ist. Also ja, das war halt. Ich habe noch einige Spiele, die ich nicht unbedingt gekauft habe, aber ja, ich bin dazu übergegangen, mir die Spiele wirklich zu kaufen. Also ich lade mir das echt nicht mehr gerne einfach so runter, weil auch wirklich Spiele, die ich auch gerne spiele, die möchte ich auch dann die Entwickler mit unterstützen. Das bei alten Spielen ist das halt so ein Ding, da finde ich, da kann man jetzt auch, wenn das jetzt so NES ist, SNES, da kann man es, wenn es halt im eShop gibt, also eben in der auf der Virtual Console, kann man das gerne dort kaufen, auf der Wii oder Wii U. Aber halt so Spiele, die es halt nicht wirklich gibt. Bei Mario ist das halt auch das Problem. Du kannst es dir entweder, Tech Gizet One 2, cool. Entweder halt importieren. Oder du holst es dir halt per ROM und so. Refund Cooper, 10 Bart. Okay. Könnte man sogar machen. Ich finde es schade, dass die Marke Spore wegen diesem Dark Spore abgesetzt wurde. Und erst wo Maxis geschlossen ist, ist die letzte Hoffnung auf ein Spore 2 gestorben. Spore ist doch sowieso total gefloppt. Das ist das Problem gewesen. Es ist doch sowieso total übelste Kanone gefloppt gewesen. Einfach aus dem Grunde, weil das Spiel halt einfach nur eine Minispielsammlung ist. Das ist ja das Problem. Es ist an sich kein gutes Spiel. Und das weiß ich selber auch. Es ist wirklich an sich kein gutes Spiel. Es hat einfach das Problem, dass da halt die Phasen sind kurz, die gehen vielleicht 3-4 Stunden oder sowas. Noch nicht mal, ich glaube, die erste geht vielleicht 2 Stunden oder sowas. Und die Weltraumphase ist dann so schon verdammt repetitiv und irgendwann machst du einfach nur noch dasselbe und was weiß ich was. Und diese Viecher, die da irgendwie sind, die sind irgendwie auch nicht so toll, geile Gegner und so. Im Nachhinein lief es aber ganz gut, sodass sie es ja nochmal mit Dark Spore versucht haben. Das ist dann aber total gefloppt.
Das ist auch nur so ein Diablo-Klon, glaube ich, ne? Silber, haben wir Silber so viel? Nee, ne? Nee, haben wir auch kein Silber, okay. Das heißt, wir haben jetzt einen schnelleren Metal Manipulator, glaube ich. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, weil ich gerade geredet habe. Und naja. Sims ist halt auch so eine Reihe, die ich gerne spiele, wo es mich halt aber halt stört, diese ganzen scheiß Add-ons, die da rauskommen, immer zu. Sims 4 hat er inzwischen. Ist das ein aggressives Monster? Nee, ne? Nee, gut. Aber das da glaube ich. Ja. Aber Sims hat da das Problem, diese ganzen scheiß Addons, die da ständig rauskommen. Sims 4 hat ja inzwischen auch so ein Download-Addon bekommen, Outdoor-Leben und auch noch eins, wo sie jetzt von Sims 3 die Traumkarrieren irgendwie abgeguckt haben oder so. Ah, guck mal, wie schnell die es ist. Oh, schön. Oh, das ist ein Segen, Alter, das ist ein Segen. Das Stein ist abgebaut durch die Erde. Oh, wie geil. Na, endlich. Oh, ich liebe ja sowas. Das hat ja echt so ein bisschen was von Castlevania, ne? Vor allem von der Lords of Shadow irgendwie. Ich gucke das ja gerade in Let's Play davon. Bei Rick. Lords of Shadow, obwohl mir irgendwie das Spiel es nicht so zusagt, weil ich weiß nicht. Die Story ist irgendwie so. Oh, meine Freundin ist gestorben. Jetzt muss ich mich rächen. Und oh, ich bin so von Hass zerfressen. Und oh, Drama, Drama, Baby, Drama. Und naja. Ich bin so der Fan davon, wenn der Hauptprotagonist so ein heulender, von Hass zerfressener Typ ist. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Naja. Sims fand ich irgendwie nie interessant. Hab sogar Sims 3 im Original hier. Es hat mich aber nie länger als 2 Stunden gefesselt. Mein Favorit war bis jetzt dort Sims Mittelalter. Und das ist total gefloppt, Sims Mittelalter. Das soll total scheiße sein. Also bei Sims ist halt. Bei Sims ist halt irgendwie. Reizte halt dieser. Naja, nicht Rollenspiel-Aspekt. Dieser Fähigkeiten-Aspekt. Also dieser. Dass du halt Skills lernen kannst und halt Karrieren meistern kannst und was ich was, halt dieses typische Rollenspiel, dieses Leveln, weißt du? Was mich da halt reizt. Dass ich halt ein Rollenspiel total toll finde, wenn du halt leveln kannst. Ich weiß nicht, aber das ist halt. Ich versuche halt bei Sims meistens alle Fähigkeiten zu 100% zu meistern, auch diese Herausforderungen, die es da in Sims 3 gibt und so. Ich laber gerade sehr viel, ne? Haben die früher Mario Packer nicht gemacht, weil der auch nicht sehr viel geschrieben hat. Immer wenn die Leute viel schreiben, da labe ich auch viel. Ich packe das halt nicht, wenn ich das normale Leben nochmal virtuell habe. Naja, das heißt normal, bei mir ist es nicht normal. Ich habe nicht dieses normale Leben. Einfach deutlich, dass ich halt, momentan bin ich halt arbeitsunfähig. Noch. Und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Ich mache ja den nächsten psychologisches Gutachten mit. Also jetzt nicht unbedingt, ob ich jetzt hier alle Tassen im Schrank habe oder so, sondern was ich machen kann. Also was ich physisch und psychisch in der Lage wäre zu machen. Weil das letzte ist von 2007. Das ist schon sehr, sehr veraltet. Da stimmt alles nicht mehr, was da drin steht. Dass ich zum Beispiel, stand da irgendein Blödsinn drin, den ich jetzt gerade nicht genau weiß. Irgendwas, dass ich keine Büroarbeiten machen könnte oder so ein Kram. Was total bekloppt ist und naja. Das ist halt so eine Sache. Naja. Also das Kriegen der Sims und Häuser macht mir verdammt viel Spaß, aber sobald das richtige Spiel anfängt, bin ich gelangweilt. Du musst halt dafür auch das Fable dafür haben, halt dieses. Es gibt halt sehr viele Leute halt, die auch ihre Sims einfach verrecken lassen, ne? Das Typische. Aber so halt auch sehr viele, die halt auch ihre Sims optimieren und den Zeitablauf optimieren und so. Ich habe halt bei Sims auch immer meistens das Problem, dass ich es nicht gebacken kriege, die Zeit zu managen und dann cheaten muss. Dass ich halt die ganzen Bedürfnisse nicht Menschen kriege, zumindest Menschen kriege. Und naja. Wo ich ja eigentlich durch das Let's Play eigentlich Zeitmanagement gelernt haben sollte, ne? Inzwischen. Verdammt. Wieder hoch, lass mich da rein. Lass mich da rein, oh Mann. Naja. Was sowieso halt auch
Ich habe ja vorhin geschrieben in Skype, ich will ja wirklich noch so viele...